Herzlich willkommen bei Reinigen wie ein Profi. In diesem Video würde ich gerne auf ein Problem eingehen, was sehr oft in der Küche anzutreffen ist. Und zwar geht es nämlich um die fettverschmierten Fenster in der Küche. Ich hoffe, das sieht man gut. Moment, vielleicht mal so einstellen. Ja doch, jetzt sieht man das sogar. Hier wurde schon mit dem Lappen ordentlich versucht, das Fett zu beseitigen. Aber wie man schön sehen kann, ist das etwas schwieriger als gedacht. Gut, und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man solche fettverschmierten Fenster wieder sauber bekommt. So, ich werde bei der Reinigung ein ganz normales Fettlösemittel verwenden, was man in jedem Supermarkt bekommt. Wichtig zu beachten ist, dass man bei so einer Reinigung den Rahmen nicht beschädigt. Bei einem Kunststoffrahmen, unlackiert, ist es kein Problem. Bei allen anderen Rahmen könnte es problematisch werden, wie zum Beispiel bei lackierten Holzrahmen oder bei Aluminiumrahmen. Denn je nach pH-Wert vom Fettlösemittel könnte dieser euren Rahmen angreifen. Bei der Fensterscheibe kein Problem, bei dem Rahmen könnte es problematisch werden. Deswegen sollte man erst das Mittel an einer unauffälligen Stelle testen und wenn es für den Rahmen geeignet ist, kann man damit den Rahmen bearbeiten. So, wie geht man vor? Zunächst einmal nimmt man einen Mikrofaserlappen, der ist leicht nass und geht über die ganze Fensterscheibe und benetzt diese mit einem leichten Wasserfilm. Als nächstes nimmt man sich das Fettlösemittel und sprüht es auf den Lappen. Und verteilt es anschließend an der Fensterscheibe. So, und jetzt lasst ihr das Reinigungsmittel eine Zeit lang einwirken. Ich sage mal, je nach Verschmutzungsgrad 1 bis 5 Minuten. Nachdem die Zeit verstrichen ist, nehmt ihr eine saubere Seite des Mikrofasers, wo keine Chemie drauf ist, und geht noch einmal über die Scheibe. Danach wird das Mikrofaser ausgewaschen und ausschließend ausgewringt. Heißt das so? Ausbringen? Ja. Jedenfalls muss das Mikrofaser feucht sein. Und ihr geht nochmals über die Fensterscheibe. Das Ganze wird so lange gemacht, bis keine Schaumbildung mehr zu sehen ist auf der Fensterscheibe. Denn solange eine Schaumbildung zu sehen ist, ist es ein Hinweis darauf, dass immer noch Chemie drauf ist. Noch ein letztes Mal. So, es ist nichts mehr zu sehen. Und man fühlt natürlich auch mit der Hand, wenn man über die Scheibe geht, wo noch verschmutzte Stellen sind und wo das Fett runter ist. Denn sobald man über eine Stelle fährt, wo noch Fett drauf ist, wird der Lappen abgebremst. Das merkt man alles. So, das Fett ist runter. Jetzt einfach die ganz normale Glasreinigung einwaschen, über den Rahmen gehen . Ganz gefährlich natürlich bei jeder Glasreinigung sind die Aufhänge für die Gardinen. Da kann man sich ganz schnell die Hand aufruppen. Okay, jetzt nur noch abziehen. Und je nach Technik abledern. Nach Technik bedeutet, wenn ihr abziehen könnt, ohne an der Seite einen Streifen zu hinterlassen, dann muss man jetzt auch nicht unbedingt abledern. Und zum Schluss, ohne dass man über die Scheibe geht, den Rahmen abtrocknen. Die Fensterbank natürlich nicht vergessen.
voilà, das Fett ist runter. Das gleiche Vorgehen kann man auch am Rahmen verwenden, sofern dieser von dem Reinigungsmittel nicht angegriffen wird. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt meine neue Kamera. Dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Moment, ich muss mich ja vor die Kamera stellen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.